Guten Tag. Wenn man eine Jungfrau zeigt, dass man spontan ist, wird sie versuchen, diese Spontaneität zu zerstören. Zeigt man ihr unerwartete Gefühle, wird sie erstarren, weil sie das gar nicht kennt und sie kann das nicht klassifizieren und sie kann das alles nicht einordnen. Damit meine ich, egal was. Du sitzt irgendwo mit der Jungfrau in der Küche und tanzt plötzlich oder singst, ne? So wie man so singt mit Frank Sinatra oder Shirley Bassey und hält noch die Flasche hier in der Hand. Man zeigt ihr, dass man spontan ist. Damit kann sie nicht umgehen, weil sie dann sofort erstarrt guckt und sie versteht das nicht, weil sie kann das wieder nicht klassifizieren. Und anderes gesagt, alles unerwartet, alles was unordentlich ist und alles was unvollkommen ist, wird bei der Jungfrau leider vernichtet. So ist das leider mit der Jungfrau, weil sie will diese Welt beherrschen und sie will die Menschen beherrschen. Sie will sich beherrschen, deswegen ist das so unheimlich schwierig, ihr diese spontane Art zu zeigen, weil alles muss da ordentlich sein. Und vor allem vollkommen. Und das ist so ein lächerlicher Versuch von der Jungfrau, das alles in Ordnung wiederzubringen. Bei der Jungfrau, vor allem auch bei den Männern, die Jungfrauen sind, trifft etwas vor, so eine Geschäftsmacherei. Typisch für eine Jungfrau, wenn du mit Jungfrau sprichst, ist, dass sie immer etwas verkaufen will, immer handeln will. Sie sagt, ja, das Bild, das können wir verkaufen. Dein Kaktus ist sehr groß. Ich habe bei eBay gesehen, kostet 300 bis 400 Euro. Kannst du ja verkaufen. Ach, so ein Lorgnette oder Lorgnon kannst du auch verkaufen. Und alles, was sie da irgendwie nicht einordnen kann im Leben, das kannst du auch alles verkaufen. Das kannst du bei eBay verkaufen. Die ganze Welt ist da zu verkaufen bei einer Jungfrau. Ich habe schon erwähnt, selbst wenn die Jungfrau heiratet, will es dazu kommen, dass die Jungfrau versucht, mein Gott, die Konten zu überprüfen. Selbst wenn sie jemanden trifft, so Dating nicht macht und sie geht auf ein Date, sie wird da auch versucht, weiß ich nicht, wenn es ihr gelingt, Konten zu überprüfen. Bankauskünfte zu holen. Alles nicht so einfach, das geht ja nicht. Ne? Banken haben ihre Geheimnisse. Aber trotzdem versucht die Jungfrau das auch. Das passiert vor allem bei Jungfrauen, die frustriert sind und enttäuscht sind im Leben. Und sie haben so ein Misstrauen zu den Menschen. Und deswegen wollen die das alles prüfen. So ein First Date mit einem unbekannten Mann macht die Jungfrau ungern. Da muss sie lachen darüber. Weil sie weiß nichts über diesen Mann. Sie kann da nichts einholen, keine Auskünfte. Macht sie ungern. Und wie gesagt, ich habe gesagt, dass bei Männern trifft das oft zu. Ich weiß nicht, vielleicht hat das mit der Gesellschaft heute zu tun. Irgendwie, ich habe gesagt, drin in der Seele von einer Jungfrau oder Jungfrau-Mann steckt schon ein Romantiker. Und das sind schon Menschen mit Gefühlen. Natürlich haben sie. Aber die Gesellschaft verlangt heute einen gefühlskalten Mann. Das wissen wir. Und anstatt mitfühlend, ne, bist du sofort ein Schlappschwanz oder wie sagt man zu so einem Mann, Lutschi oder was auch immer. Deswegen wollen die Leute so einen eiskalten Macho haben. Und deswegen dieser Mann muss sich irgendwie anpassen.
Und die Jungfrau ist sowieso kein Führer, habe ich schon gesagt. Und wenn ein Künstler ist zum Beispiel, das ist auch schwierig für ihn. Oder nur ein Student, Sport studiert er zum Beispiel. Das wird auch nicht so anerkannt. Und deswegen, vielleicht ist das die Gesellschaft, die zwingt diesen Mann, sich zu verändern und andere Rolle zu spielen vor allem. Und deswegen lieber einen Geldverdiener zu haben, lieber einen Mann, der alles organisiert und alles bei eBay verkauft, als einen Naturliebhaber zu haben. Denn das kommt natürlich nicht gut an bei der Gesellschaft. Ja, und das ist natürlich so eine schlimme Schattenseite von Jungfrauen und Jungfrauenmännern, dass sie so alles etikettieren wollen, einordnen wollen. Anderes gesagt, die Jungfrauen lesen sehr gerne Gebrauchsanweisungen auf Schachteln, Packungen, Büchern und sonst wo. Denn da kann man alles lesen und wissen, wie das geht. Und auf diese Weise ist man immer sicher. Und bei der Jungfrau geht es um eine Sicherheit. Aber für heute ist die Zeit leider um.